Maseranas Kind, eure Schuld ist gänzlich beglichen. Es ist nicht zu spät, deine Meinung zu ändern, Darling. Dareth Shiral, Hüterin. Ich bin bereit. Brechen wir auf. Eganan, ist das... Leben hier wirklich die Elfen? Nicht der schönste Teil von Kirkwall, aber wenigstens sieht man die riesigen Ketten nicht. Man muss nehmen, was man kriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so... Ich habe noch nie so viele Leute auf einem Haufen gesehen. Sicher sehr einsam. Ihr seid nicht allein. Mich kennt ihr bereits. Ihr werdet schon bald neue Freunde finden. Ich danke euch. Danke für alles. Für eure Hilfe. Werdet ihr mich besuchen? Natürlich nicht sofort. Aber später vielleicht. Ich könnte eine Freundin gebrauchen. Ja, das würden wir gerne tun. Das würde mir gefallen, Meryl. Danke. Oh, ich bedanke mich zu viel, oder? Aber ich meine es ernst. Also Meryl, sie gefällt mir wirklich sehr. Sie würde ich jetzt mitnehmen. Ich glaube, sie ist aber keine Heilerin. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Dann nehmen wir Anders weg. Jetzt haben wir nur noch einen einzigen Heiler. Fähigkeiten. Beim ersten Durchspielen habe ich das hier genommen. Ich glaube, ich würde das auch weiterhin nehmen, weil... wegen Steinrüstung. Und was haben wir hier nochmal? Der Magier beherrscht die Mächtige der Erde und des Himmels. Er verursacht höheren elektrischen Schaden, hat was mit Erde zu tun? Wow. Okay. Donner gehört sowieso eins zu meinen absoluten Lieblingselementen. Versteinerung, was macht das? Chance auf Lähmung, ja, Lähmung, das gefällt mir. Das hatte Anders vorhin schon. Und das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Dann, zuerst mal, na okay, da kann es nicht. Geätzter Stab, Feuerschaden, Mana. Ich gebe ja diesen Stab. Ha, ist ja fast dasselbe, was ich habe, oder wie? Okay. Okay, welchen Gürtel? Körperlicher Schaden. So. Feuer benutzt sie, glaube ich, nicht, oder? Muss ich jetzt noch mal kurz gucken. Feuer. Fähigkeiten. Nein. Feuerangriff habe ich jetzt noch nicht. Die Priesterin hat letzte Woche wieder nach euch. Bitte. Ich bedauere euren Verlust, Herrin. Aber ich kann eurem Sohn nur Gnade gewähren, wenn er sich ergibt. Ich versuche, ihn zu finden, aber... Die Templer können Abtrünnige nicht tolerieren. Anscheinend ist euer Sohn in Schwierigkeiten. Kann ich irgendwie helfen? Ihr habt alles gehört und würdet dennoch helfen? Einem Abtrünnigen? Oh, danke. Ich bin Ariani. Mein junger Fenrir. Er ist alles, was ich habe. Meine Fenrir. Ganze Familie. Als ich merkte, dass er magiebegabt ist, brachte ich es nicht über mich, ihn zum Zirkel zu schicken. Aber seine Verbindung zum Nichts. Er hat Albträume von Dämonen, deren Stimmen er hört. Lieber verliere ich ihn an den Zirkel, als an sich selbst. Ist euer Sohn fortgelaufen? Er hat erfahren, dass ich Sir Thrust verständigt habe und denkt, ich hätte sein Vertrauen missbraucht. Er glaubt, er kann frei vom Zirkel leben. Aber ich fürchte, dass er sich ohne gute Ausbildung selbst umbringen wird. Seid ihr eine Dalish? Das sieht aus wie Tätowierungen der Dalish. Warum lebt ihr in der Stadt?
Ich wurde bei den Dalish geboren, kam aber vorübergehend nach Kirkwall und turtelte mit einem menschlichen Händler, Vincento. Als ich schwanger wurde, wollten weder Vincento noch mein Stamm die Bürde eines Elf-Mensch-Mischlings tragen. Ich habe Fainriel allein großgezogen, hier im Gesindeviertel. Man sieht doch allein durch ihre Ohren, dass sie eine Dalish ist. Was genau ist geschehen? Erzählt mir die ganze Geschichte. Ich habe vor Jahren erfahren, dass mein Sohn wahrscheinlich Magie begabt ist. Aber wir ertrugen den Gedanken nicht, dass er in der Galgenburg eingesperrt wird, und haben uns versteckt. Als die Albträume begannen, hat Fainriel immer noch jeden Kontakt zum Zirkel verweigert. Aber ich glaube wirklich, dass sie die einzigen sind, die sein Leben retten können. Wo fange ich an? Was genau soll ich machen? Bitte findet ihn einfach und bringt ihn in Sicherheit. Ich weiß nicht, wohin Fainriel gegangen ist, aber es gibt zwei Orte, an denen ihr mit der Suche beginnen könntet. Sir Thrask hat nach ihm gesucht. Wenn ihr ihn in der Galgenburg ansprecht, kann er euch sagen, welche Bereiche er bereits abgedeckt hat. Und Fainriels Vater Vincento kehrte kürzlich aus Antiva zurück. Er ist Händler auf dem Unterstadtbasar. Fainriel könnte ihn aufgesucht haben. Kann es sein, dass die Dalish alle die gleichen Augenfarben haben? Erzählt mir von diesem Templer. Ich halte ihn für einen guten Mann. Er hasst Magier nicht, versteht aber, was ich zu lange nicht begriffen habe. Selbst Magier mit besten Absichten sind Sklaven ihres schlafenden Geistes. Andere Templer sind weitaus weniger mitfühlend. Ihr seid mit Fainriels Vater nicht verheiratet? Vincento wollte keine Frau oder ein Kind mit Elfenblut. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich es ihm gesagt habe. Ich habe ihm aber geschrieben und über sein Kind in Kenntnis gehalten. Fainriel wollte ihn kennenlernen. Dann machen wir uns auf. Ich lasse euch keinen Augenblick länger als nötig in Sorge. Er sollte sein eigenes Leben führen, losgelöst von den Fesseln des Zirkels. Jeder sollte das. Mein Gatte Wesley war ein Templer. Nicht alle sind Fanatiker, die man fürchten muss. Danke. Ich war einsam in meinem Versteck. Es ist eine Erleichterung, sich der Sache endlich zu stellen. Immer wieder gern. Wo wir schon mal hier sind, dann gehen wir und besuchen wir mal Meryl. Meryl. In Pokémon. Ah, hier liegt ja auch noch was. Die ersten Kinder des Erbauers. Wow, das ist ja richtig viel zu lesen. Also wer diese ganzen Codex-Infos lesen möchte, der kann ja einfach mal das Video anhalten. Ich bin, wenn ich laut lese, mache ich sehr viele Fehler. Ich dachte nicht, dass ihr kommt. Ich suche euch etwas Sauberes, wo ihr euch hinsetzen könnt. Etwas zu essen oder zu trinken? Ich habe Wasser. Ich bin hier, um euch zu besuchen, Meryl. Ihr müsst kein solches Aufhebens um mich machen. Ihr seid so freundlich. Mein erster Gast und schon bin ich eine grauenhafte Gastgeberin. Ich wollte euch danken, dass ihr mich hierher gebracht habt, auch wenn ich mich noch schwer tue. Wirklich? Ihr seid wirklich reizend, Meryl. Nein, wirklich, das bin ich nicht. Wenn freundliche Worte genügen würden, wäre niemand in ganz Tidas mehr unglücklich. Ich hatte nie besonders viele Freunde, nicht einmal in meinem Clan. Es ist kompliziert für mich. Warum hattet ihr keine Freunde? Wieso wart ihr bei den Dalish so unbeliebt? Als erste der Hüterin war ich immer ein wenig ausgeschlossen. Während ich Magie und unsere Geschichte gelernt habe, wurden die anderen in den Via Tandahal ausgebildet.
Es ist gut, dass ich fortgegangen bin. Ich wäre eine schreckliche Hüterin geworden. Ich bin nie besonders gut mit anderen ausgekommen. Ich würde sagen, ihr habt euch in dieser Hinsicht ziemlich weiterentwickelt. Es freut mich, dass ihr das so seht. Danke, dass ihr mich besucht habt, Hawk. Das bedeutet mir viel. Gern geschehen. Diese Hütte hat eine echte große Ähnlichkeit mit dem Haus von Gamlin. Irgendwie dachte ich sogar schon vorhin, dass es dasselbe sei. Oh, wow. Der eigensinnige Sohn. Landkarte. Gucken wir jetzt mal, welche Quest was ist. Landkarte, das wäre okay. Dann sofort gleich wieder raus. Yay! Drei Missionen. Warum sagt ihr das? Ihr seid den ganzen Weg von Lothering bis hierher mit ihnen gegangen, oder? Und dabei gehören sie nicht mal zu eurem Clan. Menschen haben keine Clans, Meryl. Genau. Ihr seid so weit gekommen und hattet nicht einmal eine Hüterin, die dafür gesorgt hat, dass ihr nicht streitet. Eure Hüterin sagt euch also, dass ihr aufhören sollt zu zanken, sonst lässt sie den Aravel wenden? Manchmal ermahnt sie uns auch, einander nicht an den Haaren zu ziehen. Seid ihr der Templer, der hinter dem jungen Fainreal her ist? Ich wusste gar nicht, dass sein Name so bekannt ist. Vielleicht kennt ihr Ariani aus ihrer Zeit bei den Dalish. Wir kennen einander nicht alle. Es gibt viele Clans, müsst ihr wissen. Seid ihr mit ihm befreundet? Kein junger Mann sollte sich Dämonen alleine stellen müssen. Erstaunlich, welche Sympathien Magier auslösen. Man möchte eigentlich erwarten, dass die Leute eher Angst vor ihren Kräften haben, als von ihren Problemen berührt zu werden. Wenn wir Fainreal nicht bald finden, ist das einerlei. Entweder raffen ihn die Dämonen hin, oder aber weniger mystische Raubtiere. Ich habe schon mehr als genug darüber gesagt. Die Sache ist Angelegenheit der Templer und wir kümmern uns darum. Evelyn, denkt ihr nicht, dass diese Sache die gesamte Stadt betrifft? Das tut sie. Und außerdem seid ihr Templer eher spärlich aufgestellt. Wohl wahr. Leider ergreifen mehr Magier die Flucht, als wir problemlos bewältigen könnten. Dann lasst die Stadtwache das tun, worin sie gut ist. Ich kann den Jungen aufspüren. Es gibt einen Templer, früheren Templer, namens Samson. Er hat den Orden verlassen wegen philosophischer Differenzen. Er hilft Magiern, aus Kirkwall zu fliehen. Wenn Fainreal bei ihm war, würde Samson mir das nicht sagen. Tagsüber hält er sich versteckt, aber nachts habe ich ihn schon gesehen in der Nähe des Zugangs zur Dunkelstadt. Okay. Dunkelstadt, da hat er wohl alles gleich mitgeteilt. Da hinten müsste doch, glaube ich, mal ein Magierladen sein. Vielen. Ah, willkommen in Souls Geschäft, werter Freund. Mein Name ist Solivitus. Seht euch bitte ruhig um. Verzeiht bitte, dass unsere Regale derzeit ein wenig leer sind. Wenn ihr interessiert seid, könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen, um Abhilfe zu schaffen. Was benötigt ihr? Wie kann ich helfen? Es ist derzeit zu gefährlich, die Stadt zu verlassen. Und die Substanzen für meine Kreationen gibt es natürlich nur woanders. Vielleicht könntet ihr sie für mich finden. Und keine Angst, ich würde euch eure Zeit natürlich vergüten. Außerdem dürftet ihr euch eine meiner neuen Kreationen aussuchen. Erstellt eine Liste mit dem, was ihr braucht, und ich werde danach Ausschau halten. Wunderbar. Ihr erhaltet Nachlass auf alle Waren, Sarah.
Ja, gern geschehen. So wie es aussieht, habe ich die Sachen gleich schon dabei, weil die Mission ist ja gleich beendet. Mal sehen. Danke, werter Freund. Nun steht nur noch ein Posten auf der Liste. Mein junger Freund. Na, wie verläuft die Suche? Also muss ich doch noch etwas suchen. Jetzt mal sehen. Der Stab ist nicht mehr so doll. Dieser Schild auch nicht. Dämonenrüstung auch nicht. Wow. Dieser Helm ist sehr gut. Sehr gut. Verkaufen, verkaufen. Plunder. Feuer. Ich kaufe mir den Stab mal. Dann gehen wir kurz so hin. Wow, das sieht ja eher aus wie ein Morgenstern. Für sie... Nein, sie hat schon ein besseres, aber hier. Feuer benutzt sie sowieso nicht. Gut. Aktenführer, Terran. Jetzt schauen wir mal, welche Mission, Nebenquest, das Siegel des... Okay. Talen. Erstmal gucken, was da steht. Talen sind auf den Oberstadtmarkt bekannt, bringe ihnen ihr Siegel gegen eine Belohnung zurück. Warte mal, wir sind doch schon im Obermarkt, oder? Hof der Galgen... Achso, Galgenburg. Nein, wir sind nicht dort, wo wir sein sollten. Dann gehen wir mal dorthin. Gab es in Lothering ein Gesindeviertel? Sarah? Ah, der ist unten, nicht oben. Nebengebäuden. Ich glaube, da sind mir die Gesindeviertel lieber. Ungebietene Rettung. Schauen wir mal, wo diese ungebietene Rettung ist. Eine Robe, okay. Ah, sie hat weniger. Der Helm, der hat ein bisschen mehr, aber 5 Gold. Das ist, glaube ich, derselbe, den vorhin wir schon nicht mehr kaufen wollten wegen dem Preis. Ring, nein. Nichts Besonderes. Sekundäraufgaben der Kräuterkundung. Finde eine Eisenborke. Die Delish könnten wissen, wo. Dann gehen wir mal zu den Delish. Apropos, mal gucken, was er jetzt zu unserer Mine sagt. Vielleicht kriegen wir jetzt schon viel, was? Grüße, Partner. Das Geschäft läuft gut. Wenn es gut läuft, dann würde ich auch gerne was davon haben. Oh, Rätselring. Wir haben genügend Geld für das hier. Beschränkung. Wieder. Der Leser dieses Buches erhält einen Punkt, um ein Talent oder einen Zauber zu steigern. Danach wird es allerdings nutzlos. Okay, wir haben jetzt zwar das Geld, aber später, wenn wir das kaufen, dann haben wir nachher nichts mehr. Mal sehen, was davon. Stufenaufstieg, Fähigkeit, okay. Aha. Dann schaue ich mal. Feuer, was kann man hier erlernen? Jetzt haben wir noch eine Eisattacke. Gut. Der ist perfekt. Jetzt gucken wir mal hier. Nachgucken bringt mir jetzt sowieso nichts mehr. Ich habe gerade noch vielleicht 3 Gold oder so übrig.
Aber es hat sich immerhin gelohnt, ungebetene Rettung bei den Delish. Aufgaben der Kräuterkundung, genau hier wollten wir hin. Da laufen wir mal los. Ich glaube, hier ist das Wetter immer gleich. Oh wow, was ist denn jetzt los? Da werden die wieder überfallen. Ja.